oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Nach einer Weile, wo ich das nicht mehr gemacht habe, mal wieder eine Folge Filmempfehlung. Danach kommt dann am nächsten Tag noch eine Folge Filmempfehlung und dann folgen zwei Tage lang Serienempfehlung. Die Rede ist dem Film Der Job seines Lebens mit Wolfgang Stumpf und Katharina Thalbach in den Hauptrollen. Ich verlinke mal den Film bei Amazon. Allerdings muss ich sagen, kostet da die DVD inzwischen neu ab 99 Euro, gebraucht ab 47 Euro, was komplett absurd ist. Dieser Film ist wirklich, wirklich nett, aber natürlich das definitiv nicht wert. So möchte ich das mal so sagen. Ich gucke mal, ob hier eine Kurzbeschreibung, die steht bei Amazon, also kann man die im Prinzip vorlesen. Äußerlich könnten sie Zwillinge sein, aber wirklich nur äußerlich. Der arbeitslose, desillusionierte Werkzeugmacher Erwin Strunz und der dynamische, von der Macht berauschte Ministerpräsident Uwe Achimsen, beide gespielt von Wolfgang Stumpf. Während der Politiker mitsamt Gattin Heide in Kärnten Urlaub macht, sind Erwin und seine Ehefrau Erika ebenfalls auf dem Weg in den Urlaub an der Ostsee. Als sie in der Landeshauptstadt kurz Halt machen, verordnet Erika ihrem Gatten einen Gang zum Friseur mit schwerwiegenden Folgen. Jeder hält ihren Erwin jetzt für den Ministerpräsidenten Achimsen. Mehr muss man da auch gar nicht vorlesen. Das ist halt die Handlung und klingt vielleicht ein bisschen doof und ja, gerade Frau Thalbach ist manchmal ein bisschen anstrengend, jedenfalls für mich, als ich es geguckt habe. Es ist trotzdem, den zweiten Teil habe ich übrigens noch nie gesehen, aber das ist ein richtiger, ich hätte fast gesagt, ein richtiger Feel-Good-Film. Teilweise ein wirklicher Feel-Good-Film, teilweise auch nicht, aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist schön, ihn anzugucken. Der Job seines Lebens. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.